Ein Mann steht an der Supermarktkasse und wartet. Plötzlich entdeckt er hinter sich eine blonde Frau, ziemlich gut aussehend, und die winkt ihm dauernd zu. Und er denkt, verdammt, verdammt, meint die mich? Irgendwie kommt mir die ja auch bekannt vor. Aber ich weiß nicht so recht, wo ich die hinpacken soll, Mann. Und dann geht er hin und spricht sie an und sagt, entschuldigen Sie, sagen Sie mal, kennen wir uns? Da sagt sie, sie sind der Vater einer meiner Kinder. Er kriegt einen roten Kopf und überlegt und erinnert sich an das einzige Mal, als er fremdgegangen ist, an seinem Polterabend. Und dann meint er zu ihr, sind Sie etwa die Stripperin, die Blonde, die ich vor den Augen meiner Kumpel so richtig durchgeknallt habe, während Ihre Kollegin mich mit nassem Sellerie ausgepeitscht hat und mir eine Gurke in den Arsch geschoben hat? Da sagt sie, nein, ich bin die Klassenlehrerin Ihres Sohnes.